So, jetzt fangen wir hier von der beweglichen Mucosa aus an, eine relativ weite Entlastung. Im rechten Winkel auf die Gingiva-Saum leicht eingedreht. Jetzt nutze ich hier das Messer schon ein bisschen wie ein Skalpell, damit wir da etwas schon bewegen. Das ist eine Patientin, die zwei Implantate hatte, die nicht in korrekter Position standen und auf der einen Seite große ästhetische Probleme bereitet haben und auch entzündet waren, die wir entfernen mussten. Und jetzt ist dort in der Front ein großer Knochendefekt. Also wir nennen ihn ein mehrwandiger Knochendefekt, also eine große Herausforderung für die Rekonstruktion. Also Sie sehen jetzt hier die Defekte. Das ist also eine ordentliche defekte Situation. Nur von diesen beiden Knochenwänden geht Regeneration aus und ein bisschen von hier unten. Dort werden wir einen Knochenaufbau mit einem individuellen 3D-gedruckten Titangitter machen und als Ersatzmaterial eigenen Knochen und Bio-Os und eine Membran verwenden. Die Idee ist eben, dass man für die Patientin individuell so ein Mesh herstellt, was dann genau dorthin passt, wo wir Knochen brauchen. Die Alternative wäre sicher ein Knochenblock sonst aus dem Kieferwinkel gewesen oder sogar Beckenkamm, was aber vielleicht deutlich größeren Aufwand darstellt. Der Vorteil von dieser Methode ist, dass wir die Position des Augmentats nach der späteren prothetischen Versorgung geplant haben. Die Dame hat ja schon einmal schlechte Erfahrungen mit falsch sitzenden Implantaten und jetzt sitzt eben das Augmentat genau da, wo später auch das Implantat hin soll. Und die Planung haben wir aus dem OP raus verlagert, das heißt, die OP sollte zügiger und präziser laufen. Die Botschaft, die ich gerne mitgeben möchte, ist, dass wir tatsächlich unsere Augmentationsverfahren an den Defekt anpassen müssen. Es gibt einfache Defekte, die man gut mit Knochenersatzmaterial und einer Membran versorgen kann, dreiwandige Defekte zum Beispiel. Und es gibt eben komplexere Defekte, die dann auch entsprechend aufwendigere Verfahren brauchen. Und da gehört zum Beispiel diese Technik dazu.